Tag, meine Mitstreiter der Einsamkeit. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr kommt in euren Videospielen gut voran und ich begrüße euch hiermit zu einer weiteren Folge von hier mein Papier-Dungeon. Und heute geht es tatsächlich um das Kernsystem, den Kampf. Vorweg, der Kampf ist sehr hart vom Dark Souls-Brettspiel entlehnt, wenn nicht gar kopiert. Und von dort an wird es sich vielleicht ein bisschen weiterentwickeln, weil ich ja doch einige Sachen etwas anders mache als das Dark Souls Brettspiel und dementsprechend müssten die Regeln dann wahrscheinlich auch abgeändert werden. Einige Sachen sind schon abgeändert, das wirst du ja dann sehen. So, du siehst, wir haben hier zwei Spieler auf dem Feld platziert. Wir sind also von hier in den Raum reingekommen und wir haben zwei Monster. So, das sind die beiden Monster. Die werden gemischt und damit wird die Reihenfolge der Aktion festgelegt. Zuerst greift der Gulpfisch an und dann greift der Blob an. So, die Gegner fangen an und wir können uns entscheiden, wer möchte zuerst die Aggro ziehen. Wir haben hier zwei Spieler, die habe ich einfach mal irgendwie konfiguriert. Beide haben 5 Lebenspunkte. Spieler 1 hat Angriff 4, Verteidigung 2 und magische Verteidigung 0. Spieler 2 hat Angriff 2, Verteidigung 4 und magische Verteidigung 3. Ob das alles hinhaut, weiß ich gar nicht. Ich habe mir die Sachen erstmal ausgedacht. Und weil Spieler 2 einfach höhere Verteidigungswerte hat, lasse ich ihn zuerst tanken. Gut, das ist hier Spieler 2. Wir fangen an. Der Gulpfisch fängt an. Zur Erklärung der Karte. Er hat einen Lebenspunkt, gibt einen Erfahrungspunkt, hat 3 physische Abwehr, eine magische Abwehr, hat ein lustiges Bild und hat eine KI, also eine Verhaltensweise, die immer gleich ist. Und zwar sagt uns dieser Pfeil, er geht 1 nach hinten, soweit er kann. Wenn jetzt alle sind vor ihm, also kann er nach hier hinten gehen. So, und damit ist er ein bisschen abgehauen. Und als zweites greift er mit magischem Schaden an. Mit 2 magischem Schaden, unendliche Reichweite und schießt auf den Aggro-Zieher. Das heißt auf Spieler 2. So, das heißt, wir haben 2 magischen Schaden, wir haben 3 magische Verteidigung. Wir würfeln jetzt und das heißt, unsere magische Verteidigung ist bei 3 gedeckelt. Wir haben eine 2 gewürfelt, das ist okay. Und er greift mit 2 an und das annulliert sich, das heißt, kein Schaden für Spieler 2. Als nächstes kommt der Blob. Der geht einen Schritt in Richtung nächstbesten Spieler. Das wäre jetzt hier oder hier. Aber da Spieler 2 den Aggro-Token hat, geht er eher zu Spieler 2. Weil schräg gehen ist ja erlaubt. So. Kann der Blob angreifen? Mit 2? Nein. Denn er hat nur eine Reichweite von 0. Müsste also auf demselben Feld stehen. Gut, beide Gegner waren dran. Spieler 2 hat die Aggro gezogen, also ist Spieler 1 dran. So, was macht Spieler 1? Spieler 1 geht zum Blob so, und sagt sich, jetzt greife ich an mit 4. Der Blob hat eine Verteidigung von 0, das heißt, egal was ich mache, eine 6 würde umgewandelt werden zu einer 4, weil 4 ist der maximale Angriffswert, den Spieler 1 zur Verfügung hat. So, und das bedeutet nicht, dass jetzt 4 Schaden hier durchkommen zum Blob, sondern nur, dass wir über die Verteidigung gekommen sind und das macht immer einen Schaden. Das heißt, in diesem Spiel macht man in der Regel, wenn man durchkommt, immer nur einen einzigen Schaden. Außer die Waffe oder die Fähigkeit sagt etwas anderes. Da der Blob aber nur einen Lebenspunkt hat, ist der Blob tot. So, der Blob ist weg. Als nächstes ist nicht Spieler 2 dran, sondern die Gegner. Das heißt, man hat immer einen Spieler, dann kommen alle Gegner, dann kommt der nächste Spieler. So, Spieler 1 war dran, hat natürlich einen Aggro-Token. Das heißt, der Gulpfisch versucht abzuhauen von den beiden Spielern und geht nach da und schießt jetzt mit 2 magischen Schaden auf Spieler 1. Okay, wir haben hier 0 magische Verteidigung. Das heißt, wir werden auf jeden Fall getroffen und verlieren einen Punkt. Gut. Damit sind wir wieder dran. Spieler 2 zieht sich die Aggro, weil er dran ist, und geht 1 nach vorne. So, dann war es das mit Spieler 1. Ist natürlich nicht so geil.
Und das heißt, der Gulpfisch ist wieder dran. Der Gulpfisch versucht abzuhauen. Egal, wo er da hingeht, er kann nicht weiter entfernt sein, als er schon ist. Also macht er gar nichts. Und er schießt auf den Agrozieher. Das ist Spieler 2 mit magischer Verteidigung 3. Eine 5 gewürfelt, das deckelt auf 3, absorbiert den Schaden, weil wir nicht drüber sind. Gut, damit ist Spieler 1 am Zug. Spieler 1 macht jetzt Folgendes. 1, 2, 3. So, wir haben also 3 Stück, das heißt, wir müssen 2 Punkte opfern. Das sollte man sich immer gut überlegen und sollte möglichst nur für finale Schläge passieren. So, der Goldfisch hat 3 Verteidigungen. Das heißt, wir müssen eine 4, 5 oder 6 würfeln. Wir haben eine 2 gewürfelt. Das ist schlecht. Das heißt, der gesamte Schaden kommt nicht durch und wir stehen blöd da. Gut, der Goldfisch ist wieder dran. Er versucht abzuhauen. So, und schießt mit 2 magischen Schaden auf uns. Wir haben keine magische Verteidigung, also kommt der Schaden durch und wir kriegen einen Schadenspunkt, weil wir getroffen wurden. So, jetzt ist Spieler 2 an der Reihe. Spieler 2 geht frei ein nach vorne. Okay, Spieler 2 hat nur einen Angriff von 2. Kann also niemals durch den Goldfisch durchkommen. Hat jetzt auch keine Zauber, weil ich keine verfügbar habe. Und das heißt, der Zug beendet sich hier und der Goldfisch ist dran, versucht abzuhauen. Schießt auf den Agrozieher, hat magische Verteidigung 3. Oh, wir haben nur eine 1, das heißt, hier wird getroffen. Gut, damit ist Spieler 1 dran. Spieler 1 kann jetzt nicht mehr sprinten, was natürlich schade ist, und kann nichts weiter tun. Also ist der Gulpfisch dran. Er haut ab und schießt auf den Agrozieher. Und wir müssen jetzt eine 4, aber wir haben magische Verteidigung 0. Also kommt der Schaden durch und Spieler 1 ist kaputt. Jetzt ist es bei Dark Souls so, wenn ein Spieler tot ist, hat die gesamte Gruppe verloren. Das wäre jetzt natürlich ziemlich schade. Allerdings hat man bei Dark Souls auch mehr Energie, beziehungsweise hat man dort noch Ausdauer. Deshalb dachte ich mir, vielleicht sollte man immer, wenn der Spieler dran ist, einen Lebenspunkt regenerieren, einfach so. Aber sicher bin ich mir da noch nicht, dazu müsste man erst ein paar Playtests machen. Aber ja, das ist das Kampfsystem. Aber hätten wir jetzt gewonnen und der Gurkenfisch wäre auch tot, dann würde man gucken, okay, wie viele Erfahrungspunkte kriegen wir insgesamt? 2 Stück. Und diese 2 Erfahrungspunkte kriegt nicht irgendein Spieler, sondern die Gruppe als Ganzes. Und dann kann man sich als Gruppe entscheiden, wer soll denn jetzt wo was hinein investieren und so weiter und so fort. Ja, gut, das wäre das Kampfsystem. Was haltet ihr davon? Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt, ein neuer Teil von dem kuriosen kleinen Papierbrettspiel. Ich bin ein Pferd. Ich trage Schweif. Ich bin ein Dachs. Ich bin zu zweit.